Zahlreiche Medien berichten nun eine neue Stufe in der Eskalation des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland. Ab 1. Juli will die Ukraine den gesamten Zugverkehr mit dem verfeindeten Nachbarn beenden. Mit der Maßnahme möchte der ukrainische Präsident Poroschenko seine recht unbeliebte Stellung bei patriotisch-ukrainischen Wählern stärken, berichtet die russische Zeitung Kommersant unter Berufung auf eine Quelle in Poroschenkos Parlamentsfraktion. Eine solche Unterbrechung des Zugverkehrs wäre der Gipfel einer Abschottung, die in den letzten Monaten von ukrainischer Seite ausgeht und in der modernen Geschichte Europas ihresgleichen sucht. Online wurden die wichtigsten russischen sozialen Netzwerke, Kontakte, Naklassniki oder der russische Google-Konkurrent Yandex für Ukrainer gesperrt, obwohl hiervon Millionen der eigenen Staatsbürger betroffen sind, die dort Konten unterhalten und es auch Proteste dagegen gibt. Die meisten russischen TV-Stationen sind in der Ukraine nicht mehr empfangbar. Ihre Gegenstücke in der Ukraine wurden erst in dieser Woche zur Ausstrahlung von 75% ihrer Sendezeit in ukrainischer Sprache verpflichtet, ohne Rücksicht auf anderssprachige Regionen. Als Grund für all die Maßnahmen dient der Donbass-Konflikt und die russische Unterstützung für die dortigen Rebellen. Getroffen von der Maßnahme werden jedoch vor allem russischsprachige Ukrainer und solche, die etwa als Gastarbeiter in Russland tätig sind, etwa 1,6 Millionen Menschen. Denn auch per Flugzeug lässt sich nur noch schwer zwischen Russland und der Ukraine reisen. Die Lufträume sind für die jeweils andere Seite gesperrt. Nutznießer der Situation sind die Weißrussen als neuer Transitstaat sowie die Betreiber von Maschrutkas, Kleinbussen, die für die Reisewilligen ohne eigenes Auto und dicken Geldbeutel zur einzigen Alternative werden, bis auf Weiteres. Angesichts der Tatsache, dass die heute regierende Euromaidan-Bewegung einst auch für Presse- und Informationsfreiheit angetreten war, wundert es, mit welcher Vehemenz diese Kräfte nun Beschränkungen vorantreiben. Kritik aus der unterstützenden EU, insbesondere von den dortigen Medien, bleibt bisher aus. Auch aus der Ukraine informieren wir euch bei Russland TV, ebenso wie aus Russland. Videos von unserer Moskauer Redakteurin Julia Dudnik findet ihr unter dem eingeblendeten Link. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.